Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich habe in der letzten Folge hier einiges gemacht und festgestellt, dass wir hier noch mehr in andere Richtungen gehen konnten. Und ja, ich weiß mittlerweile so gar nicht mehr, was ich jetzt wie wo machen soll und bin jetzt komplett überfordert. Ich sehe übrigens gerade... Teleportieren. Ich sehe gerade, dass das hier noch grau ist. Ist das, weil ich das noch nicht benutzt habe? Hier ist es jetzt rot. Ah, jetzt ist es rot. Okay. Es kann sein, dass wir das erstmal benutzen müssen. Das fiel mir jetzt vorher gar nicht so auf. Ja, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir wahrscheinlich hier oben wieder hin müssen, wo wir ja in der letzten Folge im Endeffekt dann am Ende schon mal hingegangen sind. Achso, ich kann ja auch laufen. Das war doch hier an der Brücke, glaube ich, ne? Mal schauen, ob die uns da jetzt weiterhelfen können. Jetzt ist das gar nicht. Hä? Moment. Das ist ein ganzes Stück hinter der Brücke. Ach, das ist gar nicht das, was ich gedacht hatte. Ja, dann. Aber es ist hier die Richtung, wo ich... Calm down. Alter! Calm down. Dem nicht in Ordnung. Oh, come on. I want to help you. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Was willst du jetzt von mir? Wieso greift er mich hier die ganze Zeit an, obwohl ich die ganze Zeit versucht habe, dem sein Lied zu spielen? Ist der doof oder was? Der kann das hier doch auch schneiden, oder? Wieso komme ich hier? Nee? Boah, das dauert aber unheimlich lange, hier nach unten zu kommen. So, einmal so, dann komme ich da oben hin. Oh, ich muss gut aufpassen, weil da hinten sind nämlich... Okay, waren das jetzt alle? Ach so, da müssen wir die... Ich denke aber, das war alles, oder? Dann kommt mal mit, ihr Lieben. Und nicht so Lieben. Ehrlich. Schlimm. So. Moment. Brauche ich euch? Da brauche ich doch eigentlich diese Dingstiere hierfür, oder? Ja, genau. Die, die ich jetzt gerade irgendwo gehört habe. Muss ich wahrscheinlich hier hochgehen. Ich glaube, hier oben sind welche. Euch schicke ich schon mal weg. Also, bei diesen komischen... Hallo? Achso. Bei diesen komischen Vögeln bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt froh drüber, dass ich die wegschicken kann. Die haben sie doch nicht mehr alle. Oder der eine hat das. Ach, jetzt komme ich da nicht. Ach, die sind auch noch böse. Okay. Ach du Scheine, wie viele sind das denn noch? Waren das alle? Ja, ne? Achso, die kommen direkt mit. Ja, das ist doch super. Moment, da muss ich hier... Ura heißen die, genau. Bong! Erstmal voll den Kopf in die Wand rein, kein Thema. Okay, Moment, ich hatte doch hier unten noch irgendwo was gesehen. Da bin ich rübergekommen. Ach, da, genau. So, dann haben wir das nämlich schon mal offen. Ist das wieder die Basis, wo wir gestartet sind hier? Ich glaube ja, ne? Okay. Das ist alles so miteinander verwurschtelt irgendwie, ich weiß auch nicht.
Gut, dann kommt ihr mal mit. Ich muss nämlich unten auch noch gucken. Achso, kann ich hier die Seilbahn machen oder geht das von unten? Seilbahn aktivieren. Zack. Okay. So, kommt ihr mal mit. Moment, da oben gibt es auch noch was. Ich kann aber nicht hochspringen. Ah ne, das sind nur die, oder? Doch, Moment, da ist noch was, was man runterziehen muss, beziehungsweise dingsen muss. Das ist schlecht. Moment, dann... Ohol, das bist du, ne? Genau. Nehme ich dich mal eben, um da rüber zu fliegen. Oder auch nicht, weil ich nicht hochkomme. Achso, rechts. Ah, okay. Nein, du gehst höher. Gehst du jetzt hoch? Mein Gott, ist das so schwer. So. Du sollst es kaputt machen. Ja, so nicht. Oh, endlich. Okay. Gut. Ach, da unten haben wir endlich mal ein paar rote. Juhu. Ich hoffe, das war jetzt alles, was wir hier machen müssen. Kommt mal mit. Dann kann ich euch wegschicken. Zwei rote müssen hier in dem Gebiet noch weggeschickt werden. Genau. So. Also, von da sind wir gekommen. Irgendwo sah das so aus, als ob ich da irgendwas Neues holen konnte. Ach so, das war da hinten. Genau. Da muss ich nochmal kurz zurück. Und unten, das kann ich noch nicht machen. Ach, da kann ich auch noch hoch, ne? Boah, das ist so weitläufig. Oh. Tut mir das doch nicht an. Was ist das denn? Beschädigte Tafel. Fehler, beschädigte Daten. Erkundung des Nördlichen. Ich habe einen verschwunden. Die hier ist genauso die Figur jeder Region. Bild, ihre Position im Grasland. Hinweis zu... Fehlerbeschädigte Daten. Okay. Die Frage ist jetzt, muss ich das hier vielleicht fotografieren? Anscheinend nicht. Und leider war es auch kein Dings, was ich jetzt gedacht hatte. Da komme ich jetzt darüber, wo ich das da hinten aufgemacht habe. Ne? Da hinten ist aber auch noch... Hinten ist auch noch Rauch. Wir gehen erstmal... Oh, da unten sind wieder böse. Böse Vögel. Da müssen wir hin. Also nicht zu den Vögeln, sondern... Kommen die hier hoch? Das hatte ich nämlich gehofft, dass es nicht so ist. Hallöchen. So kann man es auch machen. Nun gut, da ist auf jeden Fall schon mal unser Zielort. Aber wir müssen noch die roten. Achso, die kommen direkt mit. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann schicken wir die nämlich erstmal noch weg hier. Hallöchen. Ihr seid auch direkt schon... Kommt ihr direkt mit? Och, das ist ja lieb von euch. Das ist doch ganz toll. Da hinten geht es auch nochmal hoch. Aber wie komme ich jetzt... Oh, seid ihr auch so lieb? Ihr seid anscheinend... Alter, ihr seid anscheinend nicht so lieb. Das war doch Happy Birthday. Spiele insgesamt 5 Minuten deine eigenen Melodien. Achso. War da irgendwo eine Melodie gerade? Ich war jetzt abgelenkt. Das war unten, oder? Das war jetzt ein bisschen anders, aber egal. Kommst du auch direkt mit hier? Komm. Folgt mir alle. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie wir da hinkommen. Ich schätze, wir müssen den langen Umweg gehen.
Aber da müssen wir doch auch klettern. Ah, nee, hier unten ist ja auch noch so eins. Ah! Nehmen wir doch den hier. Können die da runterspringen? Ne, müssen sie gar nicht. Sie müssen einfach nur nebenbei. Okay. Und schwupps. Hä? Ich hätte doch vier von den roten. Wo sind die denn jetzt hin? Hallo? Leute? Ich hatte vier Stück. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Der eine steht immer noch da. Ist er doof? Wieso ist der nicht mitgekommen? Du auch, komm mit. Komm mit, Kleiner. Los. Der ist abgehauen. Ja, wieso folgen die mir nicht? Naja, gut. Schicken wir den einen hier nochmal eben weg. Dann haben wir die 10 nämlich hier auch schon mal für das Gebiet. Wehe, du machst das jetzt nicht. Nee, der kommt hier drumherum, okay. Alright. We've got all the creatures we need from this region on the bioarc now. Good work, Vic. Dankeschön, Dankeschön. Quest abgeschlossen. Die Rettung des Graslandes. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Da müssten wir ja eigentlich noch auf die andere Seite. Da, ach nein, den hätte ich jetzt nicht da gebraucht, oder? Wo ist denn der eine hier? Ach shit. Komm mal mit hier, auch wenn du die ganze Zeit nicht mitkommen wolltest. Wir müssen dich hier... Wie bekommen wir dich denn jetzt dahin? Hier kommt er ja nicht mit hoch, ne? Moment, was ist das hier eigentlich? Kann er... Ach, kann er da hoch? Das wäre jetzt bestimmt ein anderer gewesen, der das gekonnt hätte, oder? Scheiße. Er kann aber da hochlaufen. Doch. Moment. Okay. Zumindest haben wir was rausbekommen. Ja gut, das, ich hatte vergessen, dass das jetzt nur die Heildinger sind. Aber zumindest haben wir was rausbekommen. Und wir wissen jetzt, dass die hier auch hochklettern können. Hier hinten sind auch noch mal einige. Blub. Okay, was ist mit euch? Na, kommt ihr auch mit? Ihr auch? Ne, die laufen weg. Wieso laufen die mal alle weg? Kreatur in der Nähe zähmen. Wieso muss ich das jetzt für jede... Na, anscheinend nicht für jede einzelne. Aber das ist irgendwie komisch, dass ich das immer wieder neu machen muss. Das war ja vorher nicht. Also, ja, manchmal, aber... Ah, ihr Säcke. Da oben ist es. Da oben. Aber ich kann es jetzt nicht fotografieren, wenn ich jetzt gerade am Zähmen bin. Das Problem ist nur, jetzt ist der eine weg, oder? Jetzt kann ich die nirgendwo... Oh. Ah, nee, der ist doch nicht weg. Hä? Ist der nicht eben weggeflogen? Kommt bitte alle mit runter. Ja, so ist brav. You're safe. Also ich verstehe es nicht ganz. Wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, also die weggeschickt habe, dann muss ich zusätzlich nochmal die Anzahl, die da oben steht, dann holen, oder wie? So habe ich das jetzt verstanden. Oh nein, da konnten die auch noch hoch. Naja, naja, gut. Ist nicht so schlimm. Gut. Machen wir erstmal ein Bild hiervon. Another strange non-artifact. So, Fähigkeitspunkte. Die sollten wir vielleicht auch nochmal eben nachgucken hier.
Gesundheitspakete. Wie kriege ich die? Die kann ich so holen, also einsammeln, oder wie? So verstehe ich das jetzt gerade zumindest. Das war das mit der Rolle. Konzentration, Gegenstandsdetektor. Ja, Verbrauchsobjekte sind stärker. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Einfallsreichtum, du hast eine Chance von 50%, zwei Einheiten von Pflanzen zu sammeln statt einer. Ja gut, aber ich habe ja jetzt schon. Der Unsinnzauber wirkt länger. Achso, das habe ich schon freigeschaltet. Moment. Wenn er eine Kreatur schweben lässt, erzeugt er sofort eine Überladungszeit. Handwerksmeisterin. Perfekt herzustellen. Ja, das ist mir ja relativ egal. Für die Erforschung neuer Rezepte. Was für neue Rezepte? Ach so, wenn man dieses mit dem Auslesen oder was das war macht, genau. Überladung absorbiert noch schneller. Das wäre natürlich ganz cool. Drei Punkte haben wir ja. Der Strahl, also der Basisstrahl absorbiert die Infektion schneller. Das fände ich natürlich jetzt erstmal besser. Du kannst jetzt beliebig viele Ziele im Strahl verketten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich mache jetzt erstmal, dass es schneller geht. So. Genau. Machen wir erstmal damit weiter. So, dann haben wir. Ach so, da wollte ich hier doch mal eben kurz gucken, was da oben ist. Nicht, dass da noch irgendwas ist, was wir einsammeln können, ne? Offenbar nicht. Oder? Das ist alles voll. Ja, die einen habe ich auch schon nicht eingesammelt, weil ich davon ausgehe, das sind die vollen. Hier ist aber auch kein. Doch, da oben ist eine Blüte, glaube ich, oder? Was bedeutet das? Ich denke, das soll eine Blüte sein. Ja, machen wir erstmal die eine Blüte hier vorne, damit wir das eventuell freigelegt haben. Wo war die denn jetzt? Da, genau. Rein. Oh, das geht aber wirklich schneller. Das war ziemlich cool. Generator. Joa. Jetzt ist der Generator an. Und nun? Bringt uns jetzt aktuell noch nicht allzu viel, wenn ich ehrlich bin. Kann ich da eigentlich auch rübergehen? Anscheinend nicht. Nee, anscheinend nur die. Okay. Aber da oben hat sich jetzt nichts getan. Ja, vielleicht müssen wir da noch mehr Generatoren machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt das auch hier mit der Quest zusammen. Keine Ahnung. Die habe ich ja jetzt immer noch nicht gemacht hier. Gucken wir mal einfach, was sie von uns möchte. Hallo. War ein M Mensch. Dein Bild sieht sehr schön aus. Wirklich? Wir malen viel. Es entspannt uns, glauben wir. Ah, aber ich habe keine weiße Farbe mehr. Da drüben wächst eine Lindia-Blume, aber wir mögen kein Wasser. Eine Sekunde. Ach so, ich habe eine. Hier, bitteschön, eine weiße Blume. Ihr M Menschen seid gar nicht so schlimm. Malt ihr auch? Ich nicht, aber meine Freundin Tabitha hat früher oft gezeichnet. Sie ist richtig talentiert, aber in letzter Zeit hat sie damit aufgehört. Vielleicht fängt sie ja wieder an. Danke. Die weiße Essenz der Linearblume hält eine ganze Weile. Damit verblassen unsere Geschichten an der Wand langsamer und wir werden in Erinnerung bleiben. Das ist irgendwie traurig. Vielleicht. Wir finden es beruhigend. Hier, nimm das. Der Willkommenszweig. Danke. Es werden bald viele Dschungelnamen ins Grasland reisen. Vielleicht sogar Meister Fusar. Das ist nervenaufreibend, aber auch spannend. Also dann, viel Glück, Mensch. M mach's gut.
Was malst du? Oh, nur eine simple, abstrakte Allegorie des körperlichen Transzendenz. Nichts Besonderes. Mhm. Genau. Jetzt sehe ich es auch. Sind die anderen Bilder in der Gegend auch von dir? Manche schon, andere nicht. Die anderen sind die Werke von Foussart. Sie sind schon sehr alt. Genau wie Foussart selbst. Ich hoffe so sehr, Foussart einmal zu treffen. So, da du einen Namen hast, zeig dein Bild. Wir müssen dich einmal identifizieren. Und irgendwas ist hier auch am Klimpern. Ich höre dich doch. Wo bist du? Da oben, das ist aber kein... hier kann man was herstellen. Kann ich hier eigentlich wieder irgendetwas herstellen? Achso, was ist eigentlich mit meiner... Kann man jetzt gerade nicht sehen, ne? Lade ich mich denn nebenbei auf? Ich habe so das Gefühl, dass ich mich schon mal aufgeladen habe. Aber ich habe viel zu viel davon. Nee, ich glaube, da mache ich doch lieber nichts. Was ist denn das Ding hier? Das macht mich bekloppt, dass ich das höre, aber nicht sehe. Kann man wieder nur von oben, ne? Ja, es war so klar. Also laut Kopfhörern würde ich jetzt sagen, das müsste da oben irgendwo sein. Oh Moment, hier ist noch wissenschaftliches Refugium. Ah, sehr schön. Teleportieren, dann haben wir das jetzt auch rot. Aber oben sehe ich immer noch nichts. Hm. Ist auch nicht irgendwo im Wasser oder so, ne? Also wie gesagt, aus den Kopfhörern hört sich das an, als ob das links von dem Baum da hinten irgendwo herkommt. Da ist schon wieder so eins. Ah ne, ist Ausdauer diesmal. Ausdauer, glaube ich, ist ganz gut. Da habe ich nicht so viel. Oh, Rucksacktasche! Oh mein Gott! Ich habe einen größeren Rucksack erhalten, ja! Ja! Öffnen. Das ist wohl das Schlafzimmer. Okay. Sonst scheint hier aber nichts mehr drin zu sein. Wie komme ich denn dann da hoch? Wahrscheinlich nur, wenn ich da durch diese, durch diesen Durchgang, wo die mich nicht durchlassen wollten, kommen, oder? Das könnte allerdings bedeuten, dass ich ein paar Besorgungen für Sture Oberhaupt erledigen muss. Quest verfügbar. Ach so, der schickt mich jetzt wieder zurück ins Zentrum. Keine Ahnung, was das ist hier. Ich wette fast mit euch, dass es hier irgendwo ist. Ich aber von der Seite aus nicht rankomme. Boah, das nervt, wenn man das die ganze Zeit hört. Das macht einen total bekloppt. Und man kann es trotzdem nicht benutzen. Also nicht fotografieren. Hier höre ich es irgendwie am stärksten. Das kommt eindeutig von der Seite. Aber ich... Am Moment. Kann ich das von hier? Trick 17 funktioniert nicht, oder? Nee. Wahrscheinlich, weil das nicht so ganz drauf ist. Schade, schade, schade. Okay. Oder komme ich hier hoch? Nee, ne? Obwohl, das ist so ein bisschen treppenmäßig. Aber es geht nur bis hier.
Ach so, da war ich hier, genau. Da komme ich vielleicht noch ein, zwei hoch, aber mehr auch nicht. Die Frage ist, lassen die mich jetzt da durch oder sind noch welche? Ach so, das sind die, die wir eben nicht gemacht haben, stimmt. Wow. Die sind auf jeden Fall schon mal gut. Ich weiß aber nicht genau, wohin ich die bringen könnte. Ah ja, hier war das, wo ich eigentlich durch wollte. Genau. Der lässt mich wahrscheinlich immer noch nicht durch, oder? Ach so, Moment. Habe ich dich schon fotografiert? Identifiziert. Also ja, habe ich schon, ne? Ersetzen. Ja, ja, ich würde sagen ersetzen. Das ist ja schöner hier. Wir sind seine Witze gewohnt. Ja, aber wir kommen ja immer noch nicht durch. Schade, der hat gar keinen Namen. Jo, dann schauen wir mal. Ich höre wahrscheinlich jetzt die, die ich jetzt gerade hier oben befreit habe, oder? Ich bin mir nicht sicher. Dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall erstmal wieder zurückkommen. Hier links konnten wir ja auch noch einiges machen. Da komme ich jetzt, glaube ich, so nicht hoch, wenn ich das hier richtig sehe. Ich hoffe, das sind gute, aber das ist ja jetzt direkt hier... Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, weil das hört sich nämlich gerade so viel an. So, dann schauen wir mal. Hier ist der Eingang. Tabitha hätte wohl auch eine Aufgabe für uns. Ah, komm, dann nehmen wir die nochmal eben an. Könnten die Namen einen Grund haben, Menschen zu misstrauen? Das Aleph-Team, das vor uns hier war, hat nur geforscht und beobachtet. Bestimmt gab es ein paar kleinere Streitereien mit den Namen, aber wer weiß. Man soll meinen, das Oberhaupt wäre nach 20 Jahren darüber hinweg. 25. Aber ja, anscheinend nicht. Also diese Wir-sind-immer-wir-Sache. Ja, was das angeht... Die Physiologie der Namen ist ganz anders als die der Menschen. Sie scheinen geschlechtslos zu sein. Ach so. Deshalb heißt es das Namen und sie reden von sich im Plural. Du gewöhnst dich daran. Ach so, ich dachte, weil irgendeiner, glaube ich, mal gesagt hat, dass die alle miteinander verbunden sind, so avatarmäßig. Aber wie vermehren sie sich dann? Frag sie doch mal. Aber sei höflich. Wenn die Namen uns misstrauen, warum wollen sie dann überhaupt unsere Sprache sprechen? Das ist die andere Sache. Die Namen verbinden ihren Argwohn gegenüber Menschen nicht mit unserer Sprache. Hä? Vielleicht fühlt sich die Sprache für die Namen wie ein Lied an. Sie trennen das Werk quasi vom Künstler. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich jemanden misstraue, würde ich doch eher seine Sprache sprechen wollen, um zu wissen, ob er in seiner Sprache irgendetwas Negatives über mich spricht. Das ist doch logisch. Solange die Sprache für sie gut klingt, ist es ihnen egal, wo sie herkommt. Bist du dir da sicher? Ich bin keine Sprachwissenschaftlerin, Vic. Ich weiß nur, dass die Namen tief in ihnen drin ihre eigene Sprache haben. Noch eine Sache, die wir retten müssen. Achso, die Sprache. Ja, ja. Wieso sind die Namen solche Sprachtalente? Es ist unglaublich, oder? Das vorherige Aleph-Team hat schon davon berichtet. Sie haben eine Handvoll Namen, ein paar Fachbücher und Aufnahmen geschickt. Die Materialien haben sich wie ein Lauffeuer unter den Namen verbreitet. Schon nach 2 Wochen konnte die gesamte Bevölkerung fließend mit den Menschen sprechen. Das liegt an der Art und Weise, wie Namengehirne funktionieren. Musik lernen sie auch blitzschnell. Wie viele Spezies müssen wir denn retten? So viele wir finden. Am besten ist, dass wir Kreaturen aus allen 4 großen Biosphären auf Eivor brauchen.
aus dem Grasland, dem Dschungel, den Sümpfen und den Dünen. Mhm. Wir brauchen eine möglichst große Vielfalt an Kreaturen. Lass mich die Listen zusammenstellen. Du erledigst die Feldarbeit. Du bist ja schon richtig gut im Rumkommandieren. Stell dich nicht so an. Jawohl, Ma'am. Das ist eine Riesenaufgabe. Warum hat Aleph nur uns beide geschickt? Mhm. Aleph will nicht noch mehr Geld und Ressourcen für einen Planeten ausgeben, den sie als hoffnungslosen Fall abgestempelt haben. Klar, hätte ich mir denken können. Ich glaube, wir sind nur hier, weil irgendein Manager eine Schwäche für diesen Planeten hat. Das kann ich verstehen. Ich auch. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ja, also war nur Text, war gar keine neue Aufgabe. Schade. Dich hatte ich schon mal fotografiert, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Could you stand still and pose, please? Ja, das ist doch ein wunderschönes Bild. Ja, komm, das ersetzen wir. Jetzt hat sie, es immerhin gelächelt. So, eine herzliche Einladung. Moment, dann gehen wir hier hin. Und irgendwo hier müsste das jetzt theoretisch sein, ne? Eine Etage drüber. Habe ich dich eigentlich schon mal fotografiert? Das war nämlich eine ganze Weile davor. Ah, sehr gut. So, und dich habe ich, glaube ich, auch nicht fotografiert. Identifiziert. Okay. Das ist wirklich oben. Aber wie komme ich... Ach, hier. Hier komme ich... Oh, hier komme ich hoch, wenn ich nicht runterlaufe, heißt das. Nein! Ich habe es noch gerade gesagt. Können die nicht auf beiden Seiten Geländer machen, dass wir hier nicht runterfahren? So. Ach so, genau. Bevor wir irgendwas machen und mit irgendjemandem reden, zack, Foto. So. Du bist Obom, stimmt's? Der Mensch. Oh, wow. Okay. Ganz ruhig, Obom. Denk an deine Aufgabe. Es ist nur ein Mensch. Und der Mensch heißt Vic. 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 Aber mit V. Wieg. Fast richtig. Honlo meinte, ich soll dir die Zweige hier geben. Okay. Ach, wir haben schon drei sogar. Danke. Also, was hat Nesthüter Honlo nochmal gesagt? Die Honlo werden die Willkommenszweige in die anderen Dörfer tragen. Die Ohol. Die Namen werden unsere Botschaft im Wortlied der Ohol vernehmen und... Warte mal, die Namen können mit den Ohol sprechen? Hä? Na klar, es ist nur das Wortlied. Stimmt ja, die Namen und ihr Sprachtalent. Ohol sind sehr zuverlässige Boten. Sie erinnern mich an Liebesvögel. Liebesvögel? Vali, guckt er mich voll schön an hier auf der Schulter. Oh mein Gott, kann ich mir davon... Ja, ich kann mir davon einen Screenshot machen. Eine Papageienart auf der Erde. Sie paaren sich auf Lebenszeit. Wie kleine Ehepaare. Total süß. Sie bilden Paare? Aber wieso? Naja, du weißt schon, wegen der Romantik und so. Bei euch Namen gibt es doch Romantik, oder? Romantik. Ja, ja, natürlich. Wir verstehen, glauben wir. Ah, die Aufgabe. Komm, lass uns den Ohol die Zweige geben. Nesthüter Honlo verlässt sich auf uns. Ach so, ich dachte, ich sollte denen die Zweige geben. Stronglegs, komm hier. Nimar sounds excited about something. I better go. Nice to meet you. Ach so. Ich habe jetzt wirklich ernsthaft gedacht... Moment, bin ich da schon mal rübergesprungen? Ich glaube, ja, oder? Das hatte ich doch schon mal. Oder? Meditieren? Oh, doch nicht. Ah, nee. How important it is sometimes to stop and look around you.
Sehr schön. So, dann werde ich mal runtergehen. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht direkt anquatscht, weil ich das gerne... Nee, ich muss mit ihm reden. Okay, sehr schön. Weil, dann weiß ich zumindest schon mal, wo ich jetzt weitermachen musste, wenn ich mich hier hinstelle. Aber wir werden hier trotzdem erstmal einen kleinen Cut machen. Und, oh Gott, ich habe ja irgendwie so viel, was hier auf mich einschlägt. Aber es ist schön, wenn man immer wieder neue Sachen bekommt, neue Sachen machen kann. Und drei andere Sachen entdeckt oder 30 vielleicht auch manchmal, wenn man eigentlich auf dem Weg ist, die eine Sache abzuschließen. Was nicht negativ sein soll, auch wenn es vielleicht so ein bisschen so klingt, aber es ist wirklich nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach richtig, richtig klasse, wie viel man alles entdecken kann. Und ja, die Geschichte interessiert mich ja auch sehr und natürlich auch die Frage, ob wir das Richtige tun oder ob wir vielleicht am Ende doch alle wieder hier auf dem Planeten entlassen können, weil wir den Planeten doch noch retten können. Weil ganz offensichtlich wussten wir auch nichts von der Flöte und von diesem Stab und alles. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Folge so, also wie die Geschichte so weitergeht. Ja, sie ist sich auch schon am Ausstrecken, sie ist auch schon gelangweilt. Ihr dürft gerne meinem Kanal helfen, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, indem ihr ein Like gebt, wenn euch die Folge gefallen hat und vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Abo nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.